Hallo Ines, du bist ja schon wieder so aufgeregt. Was ist denn los? Ja, total aufgeregt. Weil Hallo morgen, Marc. hallo, weil morgen ist eine Sendung und diese Sendung möchten wir euch ans Herz legen. Die ist bei Hörsaal. Wir posten hier drunter, wo ihr die hören könnt. Das ist von Deutschlandfunk Nova. Da geht es um Bildungsaufstieg. Was stellst du dir unter Bildungsaufstieg vor? Ja, dass man weitere Ausbildungsmöglichkeiten hat. Und das hast du ja auch gemacht, ne? Du hast alle möglichen Ausbildungen. Was hast du für Ausbildungen zum Beispiel gemacht? Kosmetikerin und Staatlich geprüft. Was haben die bei ja, der Prüfung gemacht? das war eine schriftliche und eine praktische Prüfung. Musste man da schminken oder irgendwas anderes Kosmetisches machen? Nein, nein, das ist, also Make-up ist ein winziger Teil von Kosmetik. Also ich habe Psychologie war zum Beispiel eines der Schwerpunkte und Dermatologie, Medizin und so. Also Also wie man das mit den ist sehr Leuten schwierig. redet und wie man die Haut von den Leuten Ja, behandelt. genau. Also vor allen Dingen auch, was für Krankheiten halt Auswirkungen auf die Haut haben, damit wenn ich jemanden habe, der irgendeine Hautkrankheit hat, dann sofort erkenne, was der eigentlich für eine Krankheit hat. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach nur, weiß nicht, Borreliose oder so. Da muss ich ja erkennen, dass der einen Zeckenbiss hat und nicht irgendwas anderes. Also. Borreliose, meint ihr, das ist nicht Borreliose. Und eigentlich wolltest du auch studieren, das hat aber nicht geklappt. Wie kommt das? Mein Leben ist einfach scheiße. Gewesen, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Oder? Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir halt die ganze Zeit unterwegs, da kann ich auch nicht studieren. Also jetzt sind wir die ganze Zeit am Reisen. Also. Denkst du, dass wenn man vorher ungünstige Umgebungsbedingungen hat, dass das dazu führt, dass es weniger Zugang zu Bildung geben könnte? Ja, das ist auch so. Also allein bei mir war das ja so, ich hatte ja auch überhaupt keine Lust zu lernen und dann hatte ich nur ja, Schulabschluss am Anfang und dann ging es mir später besser und dann konnte ich es mir auch leisten und dann habe ich noch meinen Abiturabschluss nachgeholt. Das ist zum Beispiel auch etwas, was viele machen können. Die schaffen das halt beim ersten Mal nicht, weil sie Schwierigkeiten mit der Familie oder irgendwelche anderen schlimmen Lebensumstände haben und dann ist es doch schön, wenn die noch eine Chance kriegen. So, und wenn ihr mehr dazu hören wollt, wie das schon immer war, das, was die Ines da schildert, das gab es natürlich schon immer, dann könnt ihr das im Hörsaal hören beim Deutschlandfunk Nova. Da erzähle ich so 30, 40 Minuten lang mit den allerneuesten Daten, wie das in verschiedenen Ländern ist, ob man in Deutschland leichter die Bildungsschichten durchdringen kann oder nicht. Deutschland hat damit nämlich ein Problem. Und wie das in anderen Ländern gelöst ist und welchen Zugang es und welche Möglichkeiten es zu Bildung gibt. Aber alles ganz locker, keine Fremdworte, ganz entspannt, ne? Könnt ihr euch mal anhören. Hörst du das auch an? Du hast ja noch nie eine Radiosendung von mir gehört. Willst du die mal anhören? Doch, ab und zu, ich gucke schon mal, also ich höre mir schon mal ein paar Sendungen von dir an. Ja, Ganz, ganz wer es selten. glaubt, wird selig. Also morgen, vielleicht hört sich Ihnen das ja auch mal an. Könnt ja sein. Ich muss ihn den ganzen Tag hören. Musst du nicht. Kannst du aber. Okay, tue ich aber. Ihr entscheidet, was ihr hört. Morgen am 6. Februar 2021 könnt ihr abends um 18 Uhr den Hörsaal hören mit der Maus, mit dem Joystick hier und mit mir zum Thema Bildungsaufstieg. Tschö.